Heute mal ein paar Gedanken zum Thema Nische. Also, welche Nischen sind im Dropshipping die besten und welche haben tatsächlich auch das höchste Potenzial? Weil das ist eine Frage, die bekomme ich tatsächlich sehr, sehr häufig gestellt. Und wenn du jetzt gerade Dropshipping-Anfänger bist, dann weißt du vielleicht gar nicht so recht, hey, soll ich eher in der Nische Haustier anfangen, Beauty oder ist es vielleicht doch die Kindernische? Wenn du sagst, hey, ich habe selber Kinder und ja, ich begeistere mich irgendwie total für dieses Thema und man weiß einfach, dass auch Eltern viel Geld für ihre Kinder ausgeben. Und genau die Frage möchte ich dir heute mal beantworten. Zunächst hier erstmal ein sehr, sehr wichtiger Denkansatz. Und vielleicht auch was, was du gar nicht so gedacht hast, als du jetzt auf dieses Video geklickt hast. Die Nische an sich ist total egal. Weil du musst dir eine Sache merken, wir verkaufen hier Produkte. Wir verkaufen keine Nischen. Und das ist der große erste Denkfehler. Weil hier kommt der Catch. Wenn du jetzt anfängst, in diesen sogenannten Nischen zu denken, dann wirst du dich immer versteifen. Das heißt, du wirst die mentalen Scheuklappen aufhaben. Das heißt, du wirst dann sagen, hey, ich will jetzt nur in diesen Bereich Kinder gehen, ich will nur in diesen Bereich Home gehen, nur in diesen Bereich Beauty reingehen. Aber du wirst vielleicht gar nicht andere gute Produkte sehen, die es zusätzlich auf diesem Weg noch geben würde. Und dann kommt ihr auf die Frage, ja, soll ich dann lieber so einen Store aufbauen, wo ich quasi ein Produkt drin habe, oder soll ich lieber einen Shop aufbauen, wo ich mehrere Produkte drin habe? Und hier ist halt immer die Antwort, du solltest immer einen Shop aufbauen, wo du in einer gewissen Nische bist. Weil was wir langfristig ja tatsächlich machen wollen, ist ja eine Marke aufbauen. Das heißt, wir wollen niemals einen Shop haben, wo wir jetzt wild durchgewürfelt irgendwelche Produkte haben, weil das ist 2018 Stuff, das hat damals echt funktioniert, aber sowas funktioniert halt heutzutage nicht mehr. Und stattdessen wollen wir uns auf eine gewisse Nische fokussieren. Und in dieser Nische wollen wir dann 3 bis 4 ausgewählte Produkte platzieren. Aber hier kommt die Sache. Wenn du jetzt anfängst, einen Nischenshop zu machen, sagen wir, du bist dann im Bereich Home oder im Bereich Beauty, und dann mixst du das Ganze noch wild mit Garten, mit Tieren, mit allem Möglichen, wo du denkst, da interessiere ich mich selber noch dafür, dann wirst du niemals diese Marke aufbauen, weil eine Marke lebt immer von einem sogenannten Markenkern, ne? Also ein paar, sag ich mal so, Core-Produkten, die eine Marke immer ausmacht. Na? Und du solltest für dich überlegen, was ist dein Markenkern? Also, für was möchtest du als Marke wahrgenommen werden? Beispiel, du denkst an Apple, du denkst höchstwahrscheinlich jetzt als erstes an iPhone. Beispiel Rolex, du denkst an Uhr. So, Mercedes, du denkst an eine S-Klasse oder grundsätzlich an ein Auto. Und genau diese Assoziation willst du ja langfristig mit deinem Shop herstellen. Und das funktioniert nicht, wenn man an deine Marke denkt und dann denkt, ah, der macht irgendwas zwischen Garten, Home, Beauty und was weiß ich. Und deswegen ist es auch nicht sinnvoll, sich von Anfang an auf eine Nische zu versteifen, sondern du guckst erstmal, welches Produkt du gerne verkaufen möchtest. Also du analysierst erstmal richtig deine Produkte. Das ist das A und O von sowas. Und bei der Produktanalyse kann man nicht so viele Sachen falsch machen und da möchte ich dir jetzt auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. So, erstens mal ist es nicht sinnvoll, irgendwelche Produkte zu verkaufen, die man simpel irgendwo anders schon kaufen könnte. Also das fängt damit an, dass du niemals Produkte verkaufen solltest, wie zum Beispiel Babyklamotten, Babyspielsachen, also alles, was ich quasi, wenn ich so in das nächste größere Einkaufscenter reingehen kann, dort kaufen kann. Sondern du willst immer Produkte kaufen, mit denen du dich in einer gewissen Form abheben kannst, ne? Also die du jetzt nicht mal so, sag ich mal, billig aus dem Alltag kennt. Na, das sind immer die Produkte, die am schlechtesten funktionieren, weil hier gibt es den geringsten Mehrwert, das bei dir zu kaufen. Und wenn du Dropshipping machst, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, dann brauchst du immer Produkte, die ich nicht simpel irgendwo anders kaufen kann. Weil je einfacher ich das Produkt irgendwo anders bekomme, umso weniger Incentive gibt es ja bei dir zu bestellen. Und dann bist du genau in diesem Preiskampf drin, also dass du dann nur in dieser Vergleichbarkeit drin bist, also dass du dann quasi nur Produkte kaufst wie jeder andere, aber du hast nicht so einen richtigen Mehrwert, also du hast ja gar keinen Grund, warum man das bei dir kaufen sollte, weil du bist auch nicht der günstigste. Und deswegen ist es immer sinnvoll, in diese sogenannten, und so habe ich das getauft, problemlose Produkte reinzugehen. Also in Produkte, die man so vielleicht vorher noch gar nicht gekannt hat und die halt irgendwas komplett Neues sind. Na, also irgendwas, sage ich mal, revolutionär, irgendeine revolutionäre Erfindung, wo du sagen kannst, hey, das ist irgendwas total Krasses, das hat man einfach vorher noch nie so gesehen. Und das sind die Produkte, die am richtig besten funktionieren. Und sobald du da was gefunden hast, dann kannst du dich auf eine Nische festlegen, weil dann weißt du ja, hey, guck mal, jetzt habe ich zum Beispiel ein Produkt im Bereich Baby gefunden, irgendwas Revolutionäres im Bereich Baby. Dann kannst du hergehen und dich auf die Nische Baby fokussieren. Aber du kannst halt nicht andersrum hergehen und sagen, hey, ich gehe in die Nische Baby und dann finde ich da zuerst ein Produkt. Dann hast du die Scheuklappen auf, dann siehst du vielleicht gar nicht die richtig guten Produkte, die ein richtig hohes Potenzial auch haben könnten. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. So.
Und die zweite Sache, die du niemals falsch machen darfst, ist, dass du niemals auf Produkte gehst, die dir selber gefallen. Das ist der größte Irrtum, die größte Sache, die man tatsächlich auch falsch machen kann. Wenn du quasi hergehst und verkaufst Produkte, die dir selber gefallen, dann bist du in der emotionalen Abhängigkeit drin. Also Beispiel, du interessierst dich jetzt sehr für diese Sachen Musik und sagst, ja, deswegen ist der Markt so groß und bla bla. Und dann habe ich das sehr oft erlebt, dass Leute in so eine, sag ich mal, emotionale Abhängigkeit reingehen. Und das bedeutet, die sagen dann, ja, okay, das muss jetzt funktionieren, ich interessiere mich da selber dafür, deswegen, da wird es auch einen Markt geben. Und ja, meine 10 Musikerfreunde, die feiern das Produkt auch total. Das ist alles schön gut. Aber die Frage ist ja, was ist mit dem Massenmarkt? Du musst überlegen, wir als Dropshipper, wir sind in einem Massenmarkt immer unterwegs. Das heißt, du brauchst irgendwo eine Zielgruppe. Und auch hier möchte ich dir einen Tipp mitgeben. Wie findet man die richtige Zielgruppe? Du darfst niemals zu breit sein. Also bei der Zielgruppe darfst du niemals auf sowas gehen wie alle Leute, die ein iPhone haben. Weil das ist ja jeder, der jetzt nicht ein Android-basiertes Handy hat. Ne? Ganz klar. Aber andererseits darfst du auch von deiner Nische her nicht zu eng sein. Ne? Das heißt, du darfst nicht auf Leute gehen, die zum Beispiel im Bereich Angeln sind. Weil Angeln ist eine extrem kleine Zielgruppe. Hier in Deutschland. Angeln macht ja fast keiner und das bringt nichts. Das ist nur so eine USA-Zielgruppe, weil da eben viele Leute am Angeln sind. So in Deutschland bringt es aber nichts. Das heißt, du brauchst immer eine relativ präzise Zielgruppe, die du dann adressieren kannst. Beispielsweise, du gehst in übergeordnete Nische Haustiere und spezialisierst dich dort zum Beispiel nur auf Katzen. Weil dann bist du in einer breiten Zielgruppe, die man auch klar ansprechen kann, ohne dass es am Ende zu breit ist. Und das ist das Allerwichtigste. Also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Erstens, du solltest niemals was machen, wo du selber emotional anhängst. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler, weil dann hängst du emotional am Produkt, dann gibst du quasi zu viel Geld aus, ne? Setzt zu viel Energie rein und kannst dir nicht eingestehen, dass vielleicht am Ende nicht funktioniert. Zweitens, lieber 3-4 richtig gute Produkte, die funktionieren. Und drittens, niemals erst eine Nische festlegen und dann ein Produkt suchen, sondern erst ein Produkt suchen und dann eine Nische festlegen. Viertens, Zielgruppe sollte niemals zu breit sein, aber auch niemals zu schmal, dass es so klein ist, dass es fast keiner hier macht, weil dann ist es zu klein. Also immer eine gefolgte Form des Massenmarktes. Wenn du jetzt gerne eine Schritt-für-Schritt-Praxisanleitung hättest, wie man richtig Produkte findet, dann schau dir einfach meinen kostenlosen Dropshipping-Kurs an. Der Link ist dazu in der Videobeschreibung für dich verlinkt. Und da sind 31 Videos, wo du alles lernst zum Thema Dropshipping von A bis Z. Und wir hören uns im Kurs. Dein Jonathan.